Es lohnt sich beim Lösungskongress der Initiative Bewusst gemeinsam leben am 14. September in Salzburg dabei zu sein. Ich glaube, es ist wichtig, dass sich jene Menschen begegnen und vernetzen, die die politische Gestaltung unserer Gemeinden nicht als Produkt auffassen, sondern als Handlungsfeld in eigener Angelegenheit verstehen. Das LEADER-Programm bietet diesen Gestaltungsraum für die Bürgerinnen und Bürger in den Regionen und Gemeinden. Und da gibt es, glaube ich, eine hohe Verwandtschaft mit der Idee Bewusst gemeinsam leben. Vor circa 2 Jahren haben wir uns in einer LEADER-Arbeitsgruppe mit dem Thema Gemeindeentwicklung beschäftigt und die Frage gestellt, was Gemeinden in Zukunft brauchen. Ein wichtiges Ergebnis war, dass dann, wenn die Gemeinde ein vertrauter Raum für die dort lebenden Menschen bleiben und werden soll, es auch eine besondere partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Politik, Verwaltung, den gesellschaftlichen Gestaltungsräumen wie Wirtschaft, Bildung, Kultur, Mobilität und dergleichen und der Zivilgesellschaft braucht. Sehr häufig ist es so, dass dort, wo diese partnerschaftliche Zusammenarbeit auch funktioniert, auch neue Ideen entstehen und vor allem auch die Fähigkeit, diese Ideen in Lösungen zu transformieren. Das ist nicht selbstverständlich und deshalb freue ich mich, dass der Georg Diegruber und der Karl Forcher mit ihrem Team in Salzburg eine Arena anbieten, wo diese Begegnung, wo das Lernen und die Ermutigung stattfinden kann.